Zielerreichung im Leben, ob auf der privaten Seite oder auf der beruflichen Seite, bekommst du nur auf Dauer hin, wenn du deine Gewohnheiten veränderst. Sie alle kennen das Beispiel wahrscheinlich vom Abnehmen wollen. Wie viel Diäten haben teilweise die Menschen schon ausprobiert und jeder kennt im Nachgang den berühmten Jojo-Effekt. Meistens ist man nach der Diät ein bisschen schlanker, kurzfristig, und danach sehr frustriert, weil man meistens sogar noch mehr drauf hat als vor der Diät. Das alles bringt nichts, wenn du dich nicht langfristig mit deinen Gewohnheiten veränderst und in diesem Beispiel des Abnehmens in der Gewohnheit der Ernährung. Und wenn wir über Gewohnheiten reden, dann gibt es dort einen Dreiklang. 72-Stunden-Regel, 3-Monats-Regel und Helfer. Dieses Dreigespann hilft jedem Menschen, seine Gewohnheiten in die Richtung zu verändern, in die er gehen möchte. Ob das jetzt das Abnehmen ist, ob das mehr Sport treiben ist, ob das die beruflichen Ziele zu erreichen sind, der Weg dahin ist immer das gleiche. Was ist das Ziel und welche Dinge müssen dorthin führend Gewohnheit werden. In Tiefe beschreibt dies, du bist der Regisseur deines Lebens, er gibt dir die Anleitung und führt dich dorthin, wo du deine Zielwelt selber siehst. Genau das wünsche ich dir, wie vielen anderen Menschen schon vorher. Und wenn das Buch Du bist der Regisseur deines Lebens dir hilft, dann empfiehle es allen Menschen weiter, die dir wichtig sind. Ein tolles, glückliches, erfolgreiches Leben wünsche ich dir von Herzen.